deswegen, um ein tiefgründiges Verständnis von einer Sache zu haben, muss man die Leute fragen, die die Religion praktizieren. Und deswegen, wenn immer wieder erzählt wird, die muslimische Frau wird unterdrückt, ich würde den Tipp geben, es sind heute so viele muslimische Frauen hier, wer richtige Informationen haben will, der hat heute die Chance, Hunderte, vielleicht sogar Tausend muslimische Frauen zu fragen, ob sie sich unterdrückt fühlen. Aber hier in Deutschland werden viele muslimische Frauen unterdrückt, weil sie auf der Arbeit keinen Kopftuch tragen dürfen oder in der Schule blöd angemacht werden. The last source of misinformation could be what we call malpractices of Muslims. And Muslims have to be honest. When Muslims do things which are not from Islam, we have to be honest and recognize and not try to cover up, but to try to correct. So, for example, one of the things which are commonly attributed to Muslims is what is known as honor killing. Honor killing, where in a family, if the females or any of the females of the family do anything which is displeasing or dishonors the family, they establish relationships outside of marriage, etc., then the male members of the family decide to kill her. The father, the brother, the sister, son or whatever, they come together and they decide to kill her. And they call this honor killing. However, there is no such thing in Islam as honor killing. That is murder. And the penalty for such an act is death. It's a death penalty, capital punishment. So there is no honor killing in Islam. But Muslims in some parts of the Muslim world do practice it. But what you find, how you can know that it's really not from Islam, is that even the Christians who live in those same areas also practice it. It is practiced quite widely in India amongst Hindus. So it is not something unique to Muslim people. Some Muslim people do it, but it's really not from Islam at all. And we have to be, as we say, man enough or woman enough to accept that this is a mistake on the part of our Muslim brothers and sisters who are involved in that, and to speak out against it. Okay, der Sheikh Dr. Bilal hat darüber geredet, dass zum Beispiel eine Praxis oder eine Sache, die praktiziert wird von einigen Muslimen, fälschlicherweise, ist Ehrenmord. Es gibt Muslime, die praktizieren Ehrenmord, aber es ist etwas, was nichts mit dem Islam zu tun hat. Tatsächlich, wenn man in einem islamischen Staat leben würde, wo die islamische Gesetzgebung gelten würde, dann könnte dieser Mensch sogar mit der Todesstrafe rechnen. Das heißt, der Ehrenmord ist ein Verbrechen im Islam. Ein Verbrechen im Islam. Und deswegen müssen wir alle Leute... Und deswegen müssen wir auch alle Leute, die so etwas praktizieren, in die Schranken weisen und den Menschen klar machen, dass das nichts mit Islam zu tun hat. Aber ich will etwas sagen. Es gibt Leute, die diese Sache benutzen und Lügen erzählen, und sagen, das hätte etwas mit dem Islam zu tun. Und eine Gruppe davon, die hat heute hier protestiert. Und das, was wir euch jetzt zeigen, das haben die in Köln bei einer Demonstration gesagt, um gegen die Muslime aufzuhetzen. Die sollen sich was schämen, die Lügner. Stimmen auf, um die Vagina zu untersuchen. Glauben Sie auch, dass Ehrenmord nichts mit dem Islam zu tun hat? Natürlich hat er mit dem Islam zu tun. Er ist Teil der Scharia-Gesetze. Ja. In Jordanien, Iran, Ägypten, Syrien, Marokko, Palästina, Pakistan ihren Ehrenmörder mit geringen Strafen von 6 Monaten bis 3 Jahren oder straffrei aus. Wiederherstellung der Ehre ist im islamischen Scharia-Recht eine gute Tat, die jeden
Gefängnis verdient, auch vom Richter. Mein arabischer Schwager, Arzt in Deutschland, sagte zu mir, du weißt doch, das sind unsere Helden. Natürlich sind Ehrenmörder in der islamischen Welt Helden. Sie werden verehrt und mit riesigen Feiern belohnt. Denn der Ehrenmörder ist ein besonders guter Muslim. Er hat die Umma, die Gruppe der Muslime von Unreinen, nämlich der Frau, die sich unmoralisch benommen hat, befreit. Im Gefängnis in Berlin ist Herr Sürücü, der seine Schwester ermordete, der große Held, der von allen anderen muslimischen Mitgefangenen bedient wird. Für Salman Rushdies Kopf gibt es sogar eine Millionen-Dollar-Kopfprämie. So, hier, jetzt dazu. Habt ihr es gerade gehört? Also, der Ehrenmörder ist bei den Muslimen ein Held. Für welchen Muslim ist der Ehrenmörder ein Held? Und für welchen Muslim ist der Ehrenmörder ein Verbrecher? Das heißt, was wird hier für verlogene Propaganda gemacht? Und es ist eine Schande. Und es ist eine Schande. Es ist eine Schande, dass man diese Beweise bringt und dass da Leute stehen, uneinsichtig, und versuchen, diese Tonbandaufnahme, die die Lügen entlarvt, der Gruppe, die heute hier aufgetreten sind, ja, die das versuchen zu übertönen. Dann sagt sie weiter, für Ehrenmörder gibt es extra Feste. War schon mal einer auf dem Ehrenmordfest gewesen? Wer war auf dem Ehrenmordfest gewesen? Wer war noch nie auf einem Ehrenmordfest gewesen? Ja, ich hab gedacht, bei den Muslimen gibt es ja jede Woche Ehrenmord, ne, angeblich. Übrigens, jetzt hat man gesehen, wie viele Kinder getötet worden sind, Maskenmann und so weiter und so fort. Da sagt übrigens kein Muslim, das ist Christentum, ne? Das sind halt Bekloppte, die sowas tun. Auf jeden Fall, um auf die Rede des Scheichs zurückzukommen, hat er gesagt, dies sind Taten, die auch von Christen in muslimischen Ländern praktiziert werden. Dies sind Taten, die bei verschiedenen Hindus praktiziert werden. Dies sind aber Taten, die nichts mit Koran und mit Sunna zu tun haben. Okay. After understanding the basis for distortion, the idea here this afternoon is to understand how do we deal with this distortion. It's not enough to know where it came from, but we learn that in order to be able to correct it and to change the situation to whatever degree we can. So, reports which were done on Islamophobia in the UK in 1996, the Runnymede report, which identified the main two sources of Islamophobia in society growing up in the West as two main sources. One source was the media. Media distortion of the reality of what Islam is. That is one source. And we can only deal with that source by ourselves getting involved in the media. Some of our brothers and sisters need to be trained in journalism, etc., and be a part of the media. We have to embrace the media, especially those who are honest and balanced in their presentation. We cannot develop what we would call media phobia. We cannot be afraid and run away from the media, because then the false information is only going to be reinforced. So we have to deal with the media and correct the image as best as we can. The second source is that of the politicians who
use Islam and Muslims as a scapegoat when the real issues in the society are economic, they're social, they're a variety of other sources, educational, etc. They divert people from those real issues to issues which are really non-issues in order to win votes and to promote themselves. So this is a practice common, we find it all across Europe, all over the place, where people will, politicians will exploit the differences in Muslim society as making them scapegoats so that the media will focus on them and people will not be bothered about the real issues of the society. So how do we deal with that? We have to be involved in the political process. As Muslims living in Germany, we have to be a part of this political process. If we are to make any kind of a change and to have a voice, then we must have representatives of our community, not people who just have Muslim names and join these parties and end up actually attacking us in the end, but people who are really committed to Islam and to defending the image of Islam in the political arena. Der Sheikh Dr. Bilal sagt, man hat in England herausgefunden, Studien gemacht, wie es zur Islamophobie kommt. Und da hat man festgestellt, dass es zwei Hauptquellen gibt. Die erste Quelle sind die Medien. Und er sagt, es geht aber nicht nur darum zu wissen, wo es herkommt, sondern es geht für uns heute auch darum, Lösungen zu finden. Nicht nur einfach aua, 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 ja, sondern Lösungen zu finden. Und eine Lösung ist, dass wir als Muslime an dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Dass wir als Muslime beispielsweise Journalisten werden, Journalistik studieren. Und das ist übrigens etwas auch für die Jugendlichen, dass man lernt, dass man sich in der Schule bemüht, vielleicht Journalist zu werden, Schriftsteller zu werden, dass man hier mitmacht, mitwirkt an diesem Prozess. Der zweite Punkt ist Politiker. Die zweite Hauptquelle sind Politiker. Politiker, die den Islam benutzen als eine Art Trittbrett, um Wähler zu gewinnen, um von den wahren Problemen der Gesellschaft abzulenken. Ja? Zockende Banker verzocken das Geld. Ja? Und dann braucht man auf einmal einen Sündenbock für die Wirtschaftskrise. Ja? Und dann wird das auf einmal auf Muslime geschoben. Ja, die Muslime sind ja alle arbeitslos, die kriegen ja alle Sozialhilfe und so weiter und so fort. Und was müssen wir hier tun? Hier müssen wir auch in der Politik involviert sein. Das heißt, in dem Sinne, dass wir Leute stellen, die dazu bereit sind, den Islam zu verteidigen. Nicht Leute, die einfach nur einen muslimischen Namen haben, die beispielsweise nur einen muslimischen Namen haben, und dann, wenn Pierre Vogel kommt, sagen sie nicht, dass er heute zur Gewalt aufruft. Naja, ist egal. Versteht ihr? Das heißt, wir müssen teilnehmen an diesem Leben und uns trauen.